So, meine Lieben, ich heiße euch immer ganz, ganz herzlich willkommen zurück zum neuen Video und zwar heute zu einem kleinen, großen, kleinen, wie auch immer ihr es nennen wollt, Opening von meinen ganzen Bankettkristallen. Wir springen jetzt auch schon hier rein. Es ist so, ich habe es in verschiedenen Clips an verschiedenen Tagen aufgenommen, habe dann noch später, also es sind über 40 Kristalle, die genaue Zahl habe ich jetzt nicht nachgezählt. Und es ist dazwischen auch ein kosmischer Abyss-Nexus-Kristall drinnen. Da spreche ich dann auch dazu noch später. Aber ich habe mir gedacht, jetzt, damit es nicht zu viel sprechen und so wird, zuerst einmal einfach kleine Collage, damit ihr sehen könnt, so was ich daraus bekommen habe, was man so daraus bekommen kann. Und später rede ich dann eh noch mit. An sich hatte ich jetzt nicht absolut alle besten Pulls, vor allem die letzten vier waren sehr grotesk, aber ich habe halt 6 Stern Jessica Jones gezogen, einen Nexus-Kristall und noch ein paar andere Sachen, mit denen ich sehr, sehr glücklich war. Wirklich sehr, sehr glücklich. Aber das seht ihr eh in dem Video. Ja, sonst wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Schauen. Ich lege euch ein bisschen Musik drunter und später, wie gesagt, melde ich mich dann eh nochmal zurück. Noch mit einem an, quasi mit noch einem Intro, dafür entschuldige ich mich jetzt schon mal. Aber da dachte ich eben, dass ich das zuerst hochladen werde. Jetzt aber doch alles einfach in ein Video gepackt. Oh, da sehen wir es gerade im Hintergrund. Da war die Liebe. Ja, viel Spaß beim Schauen.
Und zwar jetzt zum Finish, sage ich mal, wahrscheinlich für mich von den großen Bankett-Crystals oder wie auch immer es heißt. Ihr habt es ja schon gesehen, ein paar, oder sagen wir einige, was waren es, 10, 15 vielleicht im Vorhinein. Jetzt habe ich hier nochmal 15 liegen und dann noch den Nexus und eben andere Sachen. Ja, ich hätte gesagt, wir. Also, was haben wir denn hier? Das wird alles noch aufgespart. Aber den können wir schnell aufmachen. So. Als kleine Voreinstimmung. Ich habe bis jetzt, also ich fand die Kristalle nicht so weltenbewegend. Bis auf natürlich die 6-Stern Jessica Jones. Die habe ich auch jetzt gleich auf Rang 2 mal gezogen. Weil ich sie wirklich, wirklich einen coolen Champion finde. Und jetzt macht sie momentan halt, wenn man sie mit der. Ich weiß nicht, was ihre perfekte Rotation ist, aber so wie ich sie spiele, macht sie dann schon mal gut und gern 60, 70.000. Special 2 ist halt ohne Suizid und dann so 13, 14, 15 Medium Crit, was schon eigentlich nicht so schlecht ist, bin ich ehrlich. Und ich denke mir, dass sie auf Defense auch als Verteidigerin relativ böse sein kann, aber das sehen wir dann eh. Endlich kriege ich mal ein Tor als 4-Stern-Minimum. Endlich. Okay, sehr gut. So. Ja gut, dann reden wir gar nicht mehr lange um den heißen Brei herum. Wie gesagt, die restlichen Kristalle fand ich von meiner Seite jetzt nicht wirklich berauschend. Aber ja, schauen wir einfach, was wir hier noch herausbekommen können. Wünsche, also 6-Stern-Weapon X wäre halt der absolute Traum. Den Champion finde ich, auch wenn er jetzt nicht sehr stark ist, finde ich ihn einfach halt wirklich, wirklich cool. Und ich mag auch. Ja! Und das war der zweite Punkt, den ich sagen wollte. Ich habe kein Gold. Ich habe gar kein Gold und ich krieg direkt aus dem ersten 500.000. Ja, herrlich. Das geht doch gut los. 2500 6-Stern-Shards, ja. Ich spare eh auf den nächsten Feature, weil ich habe momentan absolut alles, was ich brauche. Deshalb sind die jetzt nicht so. Aber immer noch besser als Tier 4, Class Catalysts und Schrott. Vor allem 50. Ihr habt es sicher schon öfters gehört, aber ich finde. So, tut mir leid, ich hatte kurze Audio-Probleme. Habe jetzt gerade meinen Pull gar nicht gesehen, aber ich glaube, es waren 5 Tier 2 Alpha. Ja, habe mich über Schrott aufgeregt. Das passt jetzt auch wieder. Das Thema ist eh durch. Jetzt hätte ich gesagt, wir ziehen noch 6-Stern Weapon X. Und ein Dupe auf Jessica Jones. Wäre jetzt auch nicht so schlecht, bin ich ehrlich. Würde ich auch nehmen. Und das ist halt auch, ja.
Kommt's. Ein Fünfstein. Was mache ich mit einem Fünfsteinkristall? Was? Kann man das irgendjemand erklären? Für 300 Units. Das ist lächerlich. Genauso wie die Server von Kabam, die sind auch lächerlich. So, dann bleibt er auch mal stehen. Sehr gut. Was habt ihr eigentlich? Habt ihr gute Sachen bekommen? Irgendjemand irgendwas Berauschendes? Also würde mich interessieren, wie das so. Wow. 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 Das ist mein Hund im Hintergrund. Okay. Okay. Ich nehme viel zurück. Also würde mich sehr interessieren, was ihr so gezogen habt. Also wenn ihr was in den Kommentaren da lassen möchtet, damit ich so einen kleinen Überblick bekomme, was so die breite Masse im Durchschnitt bekommen hat, fände ich sehr interessant, um ein bisschen zu sehen, wie die Verteilung ist, weil ich bin schon wieder tipptopp zufrieden mit dem, was ich hier bekommen habe. Ein Nexus, so viel Gold, das sind genau die Sachen, die ich brauche. Ja, sind nur 9000, aber trotzdem. Tier 3 Alpha, absolut happy. Das passt sehr gut. Herrlich. Ich muss dann nachher auch noch schauen wegen dem Abyss Nexus. Da bin ich mir auch noch sehr, sehr unsicher, was ich mache. Schauen wir dann. Schauen wir dann nachher, welche Klasse wir da machen. 200.000 Gold. Traum. Nicht so Traum. Egal. Egal. Ich darf mich nicht beschweren. So, 5 haben wir noch. Ob ich dann noch ein bisschen Units erspiele und weitermache und so weiter, das schauen wir dann. Aber das war jetzt mal so die erste Charge, die ich hier mal ein bisschen durchgeöffnet habe. Schauen wir. ISO ist natürlich irrelevant, aber Mystisches brauche ich noch ein bisschen für meinen Rintra. Ja, das finde ich jetzt persönlich gar nicht so schlecht. Also es gibt viele, die Tier 5 Class Catalysts nicht mehr brauchen. Ich nehm's. Ich kann jetzt eh wieder mit den Belohnungen wieder einen neuen nach Rang 4 ziehen. Da muss ich eh. Also wenn ich dann irgendwann Gold habe, das ist gerade mein Hauptkriterium. So. Was kriegen wir noch aus den letzten. Was waren das? 2 plus 5. Okay, immerhin 10, aber für 300 Units ist das nicht selbst für jetzige Standards ein bisschen zu teuer? Okay, das ist mein cool. Mein. Wow. Zweite 6-Stern. Wow. Ja, also ich meine, kann gar nichts, das wisst ihr alle. Aber ich denke mir vielleicht, wenn er mal ins MCU kommt, vielleicht kommt er irgendwie ein Overhaul, ein kleines Rework. Aber Nexus, Tier 3, Kang, Jessica Jones, Gold. Ich kann mich wirklich nicht beschweren. Finde ich aber auch gerechtfertigt, weil ich muss das Wochenende arbeiten. Samstag und Sonntag habe ich 16-Stunden-Schichten. Also finde ich das ein bisschen verdient, dass ich ganz nette Sachen ziehe. Jetzt noch Wolverine Weapon Axe als 6-Stern. Dann bin ich zufrieden. Okay, bei dem nicht. So, schauen wir mal, was wir da kriegen. Ja, 3. Wow. Das ist Premium. 3 ist tipptopp. Ich brauche Tier 5 Basic. Es hätte einer sein können, es hätten zwei sein können. Nein, es waren 3. Herrlich. So, und der letzte. Was bringt uns der letzte? Mystisches ISO, tipptopp. Bin ich happy mit. Nochmal Gold, traumhaft. Und zum Abschluss. Nochmal. Ja, nehme ich. Nehme ich absolut, das war mein dritter.
Ja, was soll ich sagen? Das ist. Also, die 6 Shards sind halt lächerlich, aber egal, das ist eine gute Ausbeute. Hey! Sehr cool. So, jetzt haben wir 3 Sechstern-Axes hier, die ich mir aber, glaube ich, aufsparen werde. Weil Quicksilver kommt ja am 27. in den Basic Pool. Deshalb, glaube ich, warte ich damit noch, weil das Duper vom Quicksilver wäre schon ganz nett. Also hier seht ihr es, ich hab noch 2 volle 5er Kristalle und hier noch 11 25er, 6 sind die 4. Da noch Tier 6. Ich habe noch einiges an T5 Class Catalysts hier auch noch überall. Die Nexus, bla bla bla. Also das ist bei mir auch keine Mangelware. Aber ja, ich nehme es trotzdem noch. So, für den nächsten Featured 107.000 schon mal. In den letzten 1,5 Wochen angespart. Das ist auch nicht schlecht. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir noch. Den nehme ich. Den nehme ich auch gern. Also wie ihr seht, ich bin noch nicht mal komplett durch. Das ist jetzt irrelevant, sondern hier. Den Nexus, den haben wir noch. Und den würde ich auch jetzt aufmachen, weil. Schaut's mal her. Wartet, sammeln wir das kurz ein. Das nervt mich sonst. Zack. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Ich mag das. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich mag das nicht so gern, wenn hier immer noch die Dings da sind. So, also. Sechster. Champions. Forscher. Hier seht ihr es. Ich habe sogar noch nicht mal genug Dings jetzt gerade. Also ich nehme das absolut gern. Ich habe Jessica Jones und Titania in den letzten 2 Wochen auf Rang 2 gezogen. Anti-Venom hätte ich auch noch. Die vollen Fantastic Four hätte ich. Cap Infinity War, den ich jetzt erwecken könnte. Einzigen, die ich hier Overseer hätte ich sehr gern. Mr. Negative wäre auch nicht schlecht. Und Spidey 2099. Aber Titania, wenn ich die höher ziehe, ist ja auch immun gegen Buffs quasi. Das heißt, für den Aspekt brauche ich keinen Spidey mehr. Und sonst, Anti-Venom wäre auch noch da. Also ich Forscher habe ich absolut genug. Momentan. Skill Champions. Da schon eher. So ein Agent Venom. Mit Scorpion wäre ganz nett. Crossbones wäre nicht schlecht. Blade, Kingpin, Killmonger, Quark für die Death, NF, Shang-Chi wären alle tipptopp. Aber ich weiß nicht, ich finde die Vorstellklasse generell ist nicht so meine Lieblingsklasse. Also da finde ich die Champions an sich nicht so cool. Und ich habe auch so mit den Forschern, mit dem Talent alles abgecheckt. Abgedeckt, abgecheckt, das passt ganz gut. Mutanten. Ja, brauche ich nicht viel sagen. Ich habe Kitty. Ich habe Apocalypse. Das sind eigentlich die zwei, mit die alles machen. Archangel habe ich als 5 Sterne. Sig 200, der reicht. Omega Red auch. Also die würde ich jetzt auch nicht hochranken. Bishop wäre ganz nett, aber jetzt nichts Weltenbewegendes. Storm wäre auch ganz okay. Und wie gesagt, Wolverine Weapon X. Aber der ist nicht im Normalen. Das heißt, Mutanten kann ich auch getrost lassen. Tech gibt's schon einige, also Penny Parker wäre für Death ganz nett. Schau ich gerade, dass ich hier nicht blind bin. Iron Man Infinity War, je nachdem wie sein Buff ausschaut, ist vielleicht auch nicht schlecht. War Machine, Civil Warrior, wenn beide auch nicht so schlecht. Ghost Dupe natürlich immer brauchbar. Captain America hier, 6 Sterne auch nicht brauchbar. Starkey Dupe. Warlock Dupe, Dark Hawk Dupe, Guardian Dupe, also gibt's schon einige Sachen, aber ich finde eben halt Omega Sentinel und Nimrod beide so prägnant stark, die decken in der Tech-Klasse für mich absolut alles ab. Also da kommt es gar nicht in Frage, dass ich irgendjemand anderen brauche. Die beiden verwende ich für alles. Und das bleibt auch so. Mystiker sind bei mir eigentlich relativ schwach, außer dass ich jetzt Wiccan gezogen habe aus dem Feature, den ich irgendwann hochziehen werde, und Rintra aus einem Basic, ich konnte ihn aus nichts ziehen und da kam aus einem Basic daher. Einfach überraschend, irgendeinen, den ich am Abend aufgemacht habe. Habe ich auf Rang 3 gezogen, hatte jetzt eben zu wenig Gold. Den können wir jetzt gleich hier noch fertig raufziehen. Oh. Ja, mache ich später. Aber den kann ich jetzt leveln, weil ich endlich genug Gold habe. Habe ich dann auch direkt erweckt und ein paar Steine gegeben.
weil ich sein Dupe ganz nett finde und hatte noch einen mystischen Wecker. Und halt mit Doom auf Rang 4 und Rintra deckt sich meiner Meinung nach alles ab, was die Mystiker können müssen. Natürlich Claire wäre super, Diablo wäre sehr, sehr cool. Mojo auch nicht schlecht. Wong auch cool. Tigra habe ich als 5 Stern next. Aber da bin ich auch sehr zufrieden. Und das lasst uns eben nur noch die kosmische Klasse, die auf meinem Account die stärkste Klasse ist, mit Herkules Rang 4, CTR Rang 4, Gor Rang 3, Galen Rang 3, auch aus dem Featured endlich bekommen. Dann habe ich Corvus noch, ich habe Odin oben. Ich habe wirklich einen Großteil der sehr guten Champions, aber es gibt halt trotzdem immer noch Null und Hulkling. Theoretisch auch noch hier Hyperion, aber speziell Null und Hulkling. Hulkling vor Null, aber die beiden, die ich unbedingt haben möchte. Unbedingt. Und deshalb gehe ich jetzt, obwohl ich die letzten 2 Wochen drei kosmische auf Rang 3 gezogen habe, habe ich jetzt beschlossen, nach langem Überlegen, ich gehe nochmal für einen kosmischen und hoffe auf einen von den beiden. Was ich. Es sind doch 10 Champions, die man zur Auswahl hat. Oder Galandoob richtet jetzt nicht viel aus, aber würde ich auch nehmen, zum Beispiel für die silbernen Sternchen, vor allem wenn ich ihn auf Rang 4 ziehe. Wäre dann witzigerweise, wenn wir nochmal schauen, mein dritter kosmischer Rang 4 Champion. Also ich habe hier erst 5, einen Mystiker, einen Mutanten, einen Tech und dann 3 kosmische. Aber ich finde, die kosmische Klasse ist halt eine der stärksten. Und wenn ich jetzt meine Skillklasse anschaue, Valkyrie, wenn sie das Dupe hätte, würde ich sie im Prozent möglicherweise auf Rang 4 ziehen, sonst niemanden. Und Forscher, Quicksilver, wenn er das Dupe hätte, auch auf Rang 4. Möglicherweise Jessica Jones, mit der muss ich noch viel testen. Wenn sie das Dupe kriegt, wäre sie auch Rang 4 würdig, genauso wie Titania. Das sind so die drei, die ich auf Rang 4 schiele. Scorpion finde ich nett, aber mittlerweile auch schon, kennen ihn zu viele zu gut, deshalb die anderen drei. Aber ja, schauen wir einfach mal an. Hulkling würde ich sofort auf Rang 4 ziehen, wenn ich den ziehen könnte und dann genug Sachen habe. Da bin ich auch ehrlich. Sofort. Sofort. Aber machen wir jetzt mal nicht zu große Hoffnungen, sondern schauen wir mal rein, was rauskommt. Drückt mir die Daumen, würde ich ganz nett finden. So. Oh, Angela. Angela auch schon mal super. Cersei Galen. Okay. Also leider niemanden von den drei Champions. Null ist auch so jemand, den ich auch schon seitdem es ihn gibt, gerne hätte, aber ich kriege ihn einfach nicht. So, schauen wir ganz kurz. Galen, was macht Galen Stoop? Okay, nein, das ist irrelevant, das Dupe. Das ist absolut irrelevant. Da wäre es eher Cersei für die Death oder Angela, weil sie ein cooler Champion ist. Weil Dupes von den anderen kommen nicht in Frage. Healer kommt auch nicht in Frage, die würde ich nicht spielen. Angela müsste sich halt erwecken und siegt 140 oder so um den Dreh bringen, 143, das werde ich wahrscheinlich auch nicht machen in nächster Zukunft, vor allem als 5 Stern habe ich sie eh. Also glaube ich, nehme ich hier Cersei eigentlich. Bin ich jetzt nicht wirklich happy mit, weil, ja, Galen wäre halt, wenn Galen neu wäre, dann wäre das ein Top-Kristall gewesen, aber ich habe ihn eh zum Glück gezogen aus dem Featured. Ja, lasst mich gern wissen, was ihr nehmen würdet. Ich glaube, ich nehme Cersei. Ja. Finde ich eine schwache Ausbeute für einen Abyss Nexus, bin ich ehrlich. Aber ja, kann man jetzt nichts machen. Also bin ich einfach zufrieden mit. Und fertig. So, ja, dann war's das mal für mich jetzt für den Anfang. Ich schaue nochmal ganz kurz hier. Aunt May, kennt sie wahrscheinlich eh alle, Topseite. Bei Quicksilver. Steht dabei, wann er in den Basic kommt.
Nein. Steht gerade nicht hier. Okay. Aber ich bilde mir ein, der kommt eben am 27. Dezember. Und das warte ich auf jeden Fall noch ab, weil das Dupe wäre nicht nur gut, sondern auch für Prestige-Purposes und halt für die 7 Sterne wirklich nicht schlecht. Aber ja, das war's mal von meiner Seite mit dem Opening. Ich melde mich dann nochmal mit den 3 Featured in ein paar Tagen zurück. Ich hoffe, wie immer, es geht euch gut. Ihr habt schöne Feiertage. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Und viel Erfolg beim Kristallöffnen. Drückt brav die Daumen.